wieder bei TuS Kochtour eingeschaltet habt. Heute gibt es bei uns leckere, knusprige Teigbeutelchen. Die sind auch sehr schnell vorzubereiten und sehen sehr, sehr hübsch aus. Und zusätzlich sind sie auch super lecker, sodass sie auch schnell weg sind. Und nun zeige ich euch die Zutaten dazu, was ihr benötigt. Ihr braucht hierzu 500 Gramm Schweinehackfleisch, ein Päckchen Frühlingsrollenteig, da habe ich jetzt ein Päckchen genommen, aber Größe 15 auf 15 cm. Dann braucht ihr 2 Bund Schnittlauch, eine Zwiebel, das habe ich bereits fein gewürfelt, eine Knoblauchzehe, auch bereits fein gewürfelt, einen Teelöffel Sesamöl, einen Teelöffel Salz und etwas Pfeffer. Als erstes werde ich jetzt die Zwiebel hineingeben. Dann Knoblauch, Sesamöl, Salz und Pfeffer. Als nächstes werde ich dann das Ganze vermischen. Und jetzt werde ich das Ganze kurz beiseite stellen. Nun werde ich jetzt den Frühlingsrollenteig dann in einzelne Blätter aufreißen und das Ganze dann auch vierteln. Anschließend werde ich jetzt einen Teelöffel Hackmischung auf das Blatt legen. Dann werde ich das zu einem Beutel zusammenfalten. Und jetzt nehme ich so einen Schnittlauchhalm und werde das dann zusammenknoten. Und wenn das einfach zu lang ist in dem Fall, nehme ich einfach die Hälfte davon und knote es mir zusammen. Nachdem jetzt alle Teigbeutel mit Schnittlauch gebunden sind, werde ich jetzt das Ganze in einem Topf mit Öl dann ausbacken. Die Teigbeutel dann auch fertig. Ihr könnt das mit Süß-Sauer-Soße oder auch mit Fischsoße dazu reichen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und freue mich, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst und vergesst, die Glocke nicht zu aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt wird, wenn ein neues Video von mir kommt. Also, ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss!